Wenn du wissen willst, ob und wie man bei Küken das Geschlecht bestimmen kann, dann bleib jetzt dran. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei wachtelfarm.com. Ja, auch wenn sie nicht mehr unbedingt so aussehen, so handelt es sich hier bei diesen Tieren doch um Wachtelküken, die heute ziemlich genau 3 Wochen alt sind. Und ja, mit 3 Wochen ist es ein recht gutes Alter, um bei Wachtelküken das Geschlecht bestimmen zu können. Und das ist dann heute auch Inhalt dieses Videos. Vorab sei gesagt, das funktioniert nicht bei allen Kükenfarben. Es funktioniert vor allem nicht bei weißen Küken. Es funktioniert nicht bei Tenebrosus. Das funktioniert auch nicht bei Tenebrosus-Schecken oder Pinguinen. Taxidos sind das. Das heißt Tenebrosus, wo der Weißanteil entsprechend höher ist. Auch bei blauen Küken wird es nicht funktionieren. Rückenschecken sind auch außen vor. Aber wo es definitiv funktioniert, und das sollten so ziemlich die meistverbreitetsten Farben sein, ist wildfarbig. Hier haben wir im Speziellen meine Küken in dunkel, wild, ganz gut zu erkennen am Gefieder, am Rückengefieder. Das funktioniert aber auch bei gelb-wild, auch allgemein bekannt als Goldsprenkel. Und es sollte grundsätzlich auch bei Falbfee funktionieren. Bei Rotkopf bin ich mir nicht ganz sicher, weil das entscheidende Merkmal bei Rotkopf der rote oder rotbraune Kopf bei den Hähnen ist. Und in einem Alter von 3 Wochen, je nach Entwicklung, ist doch noch so etwas an Kükenflaum vorhanden. Was dann dazu führt, dass man diesen typisch gefärbten Kopf nicht unbedingt erkennt. Aber wir bleiben bei den meiner Meinung nach verbreitetsten Farben, und das sind die dunkel-wildfarbigen und die Goldsprenkel, die sehr, sehr beliebt sind. Und bei denen funktioniert das Ganze. Ich zeige euch das jetzt hier gleich an lebenden Objekten, erkläre euch, worauf ihr achten müsst. Und dann gibt es noch einen kleinen praktischen Teil, in dem ihr euch selber mal testen könnt. Ja. So, hier haben wir ein 3 Wochen altes Wachtelhähnchen. Ich bin ganz positiv überrascht, wie toll und schön es sich entwickelt hat. Ich habe ja meine Küken hier mit dem Ausleseverfahren nicht unbedingt natürlich Auslese, aber ich habe ja die größten Hähnchen für die Zuchtgruppen genutzt. Und hier sehen wir ein ganz typisches dunkel-wildfarbiges Hähnchen. Ganz klar zu erkennen an dieser bräunlich gefärbten Brust. Zu einem späteren Zeitpunkt, und da seht ihr jetzt das, was ich meine mit dem Kükenflaum im Gesicht, zu einem späteren Zeitpunkt kommen noch braune Backen dazu. Daran ist es dann auch sehr gut zu erkennen, aber in dem Alter von 3 Wochen definitiv an der braunen Brust. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass man es mit 2 Wochen schon erkennt. Allerdings ist dieser Braunstreifen bei 2 Wochen alten Küken dermaßen schmal, dass man ihn schon mal leicht übersehen kann, weil die Federn, diese braunen Federn, wachsen relativ zum Schluss. Mit 1,5 bis 2 Wochen sehen fast alle wie Hennen aus, weil diese gepunkteten Federn von der Seite wachsen und das Braune kommt halt erst später, da ist dann immer noch Kükenflaum. Aber hier seht ihr einen schönen, kräftigen, dunkelwildfarbigen Hahn. So, auch wenn es gerade schimpft, wie ein Rohrspatz und wie ein kleines Hähnchen, aber hierbei handelt es sich um eine dunkelwildfarbige Henne. Sehr gut daran zu erkennen, dass die Brust durchweg gefleckt ist, gepunktet ist und diese Braunfärbung, diese typische Braun- oder Rotbraunfärbung fehlt. Also hieran ist ganz klar bei dunkelwildfarbigen die Henne zu erkennen. Gleiches übrigens bei
Goldsprenkel nicht ganz so. Bei Goldsprenkel ist der Bauch und die Brust der Hähne weniger deutlich farbig ausgeprägt, glänzt er mit Abwesenheit dieser typischen Flecken. Aber bei Goldsprenkel erkennt man es ganz klar an den Flecken auf der Brust, ob es sich um eine Henne handelt, dann hat sie nämlich diese Flecken. Oder ob es sich um einen Hahn handelt, dann sind diese Flecken in der Regel nicht vorhanden. Im Zweifel dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Kükenflaum weg ist, nochmal nachschauen, ob es braune Backen im Gesicht gibt. Kommen wir zum praktischen Teil, zum Anwendungsteil. Ich zeige euch jetzt im Nachgang ein paar Fotos von den Küken, Einzelfotos wie gerade eben bei der Erklärung. Und ihr könnt dann für euch mal erfassen, testen, ob es sich um Hähnchen oder um Hennen handelt. Am Ende des Videos kommt dann die Auflösung dazu. Was glaubst du? Bild 1, Hahn oder Henne? Bild 2, Hahn oder Henne? Und was sehen wir hier auf Bild Nummer 3? Bild Nummer 4, Hahn oder Henne? Hier ein hübsches Küken. Hahn oder Henne? Und was sagt ihr dazu? Hahn oder Henne? Das Küken Nummer 1, ganz klar, eine Henne. Es fehlt die braune Brust. Wir sehen nur Sprenkel und es handelt sich um eine wildfarbene Henne. Bild 2, etwas schwieriger. Aber auch hierbei handelt es sich um eine Henne. Hier haben wir die Besonderheit, dass noch diese weiße Stelle mit drin ist. Aber im Großen und Ganzen ist das Gefieder ja getupft. Bild Nummer 3, ganz klar ein Hahn. Der Bauch wird etwas weiß. Wahrscheinlich ist da der wildfarbene Hahn mit dem weißen Bauch etwas dran beteiligt. Nummer 4, auch ganz klar ein Hahn. Und da seht ihr in der Mitte noch diesen Spalt. Aus dem raus sich eigentlich erst diese Farbe ergibt. Aber bei dem hier ist es schon sehr, sehr deutlich. Nummer 5, Tenebrosus-Schecke. Nicht sicher zu sagen, das habe ich ja eingangs erwähnt, aber hier in dem Fall weiß ich aufgrund des Verhaltens, dass es sich um einen Hahn handelt. So ein bisschen erkennt man vielleicht auch etwas die braune Brust. Und Bild Nummer 6, da haben wir wieder eine Henne. Ganz klassisch, einfach und klar zu erkennen an den Flecken auf der Brust und ja, die fehlende Braunfärbung. Und? Habt ihr richtig gelegen? Ich gebe ja zu, bei dem einen oder anderen Tier war es nicht ganz einfach, beziehungsweise nicht möglich. Aber so ist es nun mal. Die Wachteln sind nicht alle gleich. Und wie ich eingangs erwähnte, bei einigen Farbschlägen funktioniert das System so gar nicht. Da bleibt euch nur übrig, abzuwarten, bis die Hähnchen aktiv werden und sich durch Krähen, das ist das vorwiegende Merkmal, und ihr hört es hier immer mal wieder im Hintergrund, zu erkennen geben. Und dann könnt ihr euch ganz sicher sein. Bei wem das jetzt um die Jahreszeit nicht funktioniert, beziehungsweise irgendwo in dem Zeitraum zwischen Ende September und April nicht funktioniert, da könnte es daran liegen, dass du nicht beleuchtest, die Hähne daher nicht aktiv sind und auch nicht krähen. Das passiert dann erst wieder nach der Frühjahrsmauser, ja, so Mitte, Ende April rum, dass die Hähnchen sich zu erkennen geben. So, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat und geholfen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Kommentare, Anregungen, Hinweise gern unter das Video. Glocke aktivieren, natürlich erst, wenn ihr das Abo dagelassen habt, um kein weiteres Video zu verpassen. Es wird hier sicher noch das ein oder andere Video von den nun 3 Wochen alten
Jungtieren geben, die ja definitiv schon aussehen wie ausgewachsene Wachteln. Wir sehen uns wieder heute Abend zum Livestream, zum Neujahrs-Livestream. Und ich freue mich auf jeden, der dabei ist. Bis zum nächsten Mal.